Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schaut mal, wie toll es aussieht. Wie wunderschön. Ja, Minusgrade. Es hat ja richtig geschneit gestern. Es bleibt auch liegen. Voll schön. Heute ist Sonntag, der dritte Advent. Hoffentlich bleibt es auch liegen zu Weihnachten. Oh, es war voll schön. Habt ihr auch Schnee? Hauptsache die Straßen und Wege sind frei, sag ich immer. Gut, im Schwarzwald muss es ja eigentlich geschneit haben und im Winter Schnee haben. Wir haben Minusgrade, also bleibt es auch liegen. Genießt einfach die positive Zeit. Gestern im Gottesdienst war einfach die Freude, dass wir uns freuen können. Nicht nur kritisieren und alles mit dem erhobenen Zeigefinger und böse zueinander, sondern wir können uns ermutigen, wir können uns Freude schenken, wir können Lächeln schenken. Ich finde es auch voll wichtig, weil die Gesellschaft braucht Wärme. Wärme und das Licht. Und Menschlichkeit. Gucken, wie herrlich. Also Sonne ist draußen, wie super es ist. Minusgrade. Aber einfach toll, wenn die Sonne rauskommt. Heute zeige ich euch, wie man Haferflockenbratlinge macht. Ein Ei habe ich reingegeben, eine Karotte. Hier Senf, Haferflocken und ein paar Gewürze. Ich mache es nach Schnauze. Und hier habe ich noch Milch und die gebe ich rein und vermische das Ganze. Dann lasse ich es ein bisschen ruhen und dann werde ich Bratlinge formen und die ausbraten. Also ein easy, easy Rezept in der veganen Challenge Wochen. Da haben wir einfach das Ei weggelassen. Es gibt ja auch so ein vegan Pulver, Eipulver. Das kann man bestimmt auch reintun. Jo, plastikfrei kann man ja alles kaufen hier, wie ihr seht. Lecker Schmecker. Jetzt werde ich alles umrühren. Milch rein. Und so sieht die Masse aus. Ich habe noch ein bisschen Haferflocken reingemacht. Also ihr könnt natürlich auch probieren, wie es euch geschmacklich schmeckt. So, so soll es ungefähr aussehen. Dann kann man das nämlich ja so 15-20 Minuten liegen lassen und dann formen wir die Bratlinge. Und schaut mal, und so fest muss es einfach sein. So, so fest einfach. Und jetzt forme ich da jetzt die paar Bratlinge daraus. Und so sehen sie geformt aus. Jetzt backe ich sie aus in der Pfanne. Jede Seite so circa 10 Minuten. Und schaut mal, so sehen sie aus, ne? Also eigentlich so auch wie Hackfleischbällchen sind keine. Fleischlos. Lecker. Also ich habe es ja heute mit Karotten gemacht, was man dazu noch geben kann. Karotten und Zucchinis, da werden sie ein bisschen so saftiger. Und das sind die nächsten gebraten. Und die Frage wird kommen, was gibt es denn dazu? Ich habe ganz normal Kartoffeln gestampft, gewürzt. Lecker schmecke. Ah, zu den Kartoffeln kann ich euch noch einen Tipp geben. Zu den Kartoffeln, und zwar guckt mal, das ist nämlich noch dreckig, wie man hier sieht.
Das lässt man dran. Also ganz saubere Kartoffeln soll man sich gar nicht holen. Die müssen schon ein bisschen mit Dreck sein, so wie hier. Denn der Dreck hält die einfach länger. Die hält die länger und dann sind sie frischer. Guckt. Ja, zum Beispiel. So, fertig. Der eine oder andere kann natürlich eine Soße noch drauf machen oder Gemüse, je nachdem. Ah, jetzt schneide ich mal auf und gucken wir mal, wie sie geworden sind. Boah, super toll. Guckt mal. Jetzt versuche ich das doch. Ah, heiß. Oh, Lecker, lecker, fabelhaft. Boah, sieht das nicht lecker aus, wirklich wie so richtige wie Hackfleischbällchen, aber ohne Fleisch, oder? Boah, es macht sehr viel auch natürlich auch aus, was für Gewürze man reintut. Versuch's doch mal und schreib mir, wie es geworden ist. Guten Appetit!